halt, wenn du in dein Menü guckst, hast du irgendwie hast du eine Anzahl von PvP-Sachen, so rote Teile. Oh, 2700, okay. Müssen wir die mal hier einlagern oder was? Ich habe keine Ahnung. Okay, das lassen wir mal. So. Kappe. Kann man irgendwie nachgucken, was diese Währungen sind? Ja, ne? 9000 Diamantfragmente. Ne, kann man nirgendwo hier nachgucken, glaube ich. Egal. Ah, gucken wir mal hier. Wer ist er hier? Extravagante Reitrüstung. Rossanisch des brutalen Zauberers. Oh. Was zum? Was hat er da mit mir gemacht? Ich habe das Tor verlassen. Ich habe ja die Stadt verlassen. Dieser Typ hier. Hier, lauf mal. Ja, genau er. Das macht er doch immer. Ja. Ja, immer ist das hier im PvP-Gebiet. So. Ihr seid jetzt im PvP. Nimm das. Zu schnell. Ich habe kaum noch. So, was gibt's denn hier zu tun? Ach, jetzt immer die ganzen Sachen. Altar der Extrahierung immer. Irgendwie will ich wissen, was passiert, wenn wir das mal schaffen. Und dann kommen die Gegner, dann kommen die ganzen anderen Spieler auf uns los, nehme ich an. Ne? Oh, jetzt bin ich hochgelevelt. Okay, ich hätte gerne mehr Stärke. Ja, ich weiß, Überraschung, ne? Nirgendwo weit in der Nähe. Ja, so. Oh Gott, wo bist du? Oh Gott. Immer so viele Gegner gerade. Okay. Oh Gott. Alle auf einen Haufen. Oh Gott, warum sind die hier? Gott. Ach, ich bin zu viel Schaden gehabt. Ja. Alter! Ja. Sagte er, bevor er. Ich hab doch zig Tränke reingeballert. Warum nehme ich die Treppen so viel Schaden, Alter? Meine Fresse. Ja, wir haben noch eine Abklingzeit hier. Nein, ich will nicht deinen Samen. Ich will dich wiederbeleben. Ah. Erscheinen weiter, so woanders nach unten. Ja, das wäre Legionsereignis. Da ist in 9 Minuten, ist klar. Da beginnt in 9 Minuten. Da stand gerade irgendwas von Weltboss. Ja, habe ich auch markiert schon.
Nur ich überlege gerade, ob wir erst ein Legionsereignis und dann den Weltboss machen. Ich weiß nicht, ob das 5 Minuten dauert. Also so 5 Minuten dazwischen. Er stellt ja gerade mit seiner Rasse. Irgendjemand rum. Boss. Hey, yo, na. Ich habe kaum noch. Da bist du denn rüber am Boden? Ich muss warten. Du bringst mein Blut zum Kochen. Ah. Ich glaube, du hast irgendwie so Angriffe, die irgendwie die oder die Bosse, die haben immer so eine Leiste, so eine Ausdauerleiste darunter. Und wenn die voll ist, dann sind die ja betäubt, ne? Das ist so... Ausdauerleiste haben, weiß ich nicht. Ja, jetzt ist er zum Beispiel blau, ne? Weil er geschwächt ist, ne? Ja, kann sein. So, jetzt... Ich glaube nicht, dass das an mir liegt. Ich habe nicht irgendwelchen besonderen Angriff. Ne? Wenn ich doch nicht wüsste. Ich habe Angriffe, die verwundbar machen können, aber das ist schon alles, ey. Ja, vielleicht ist das ja... Mir steht da nicht irgendwo, was das mehr den Gegnern Ausdauer abzieht oder so was. Ja, ich weiß ja nicht, ob das Ausdauer heißt oder so. Ich nenne das nur einfach so. Oder Schild oder keine Ahnung. Ich will da rausgehen. Oh. Ich muss warten. Aber zum Beider schon wieder tot. Ich habe mir voll Sorgen gemacht. Ja. Bams. Oh, der hat sogar was gegeben. Boah. Oh, so viele Punkte. So viele. Oh. Ich hab 3000. Boah. So. Und so für jeden blutenden Gegner in der Nähe. Boah. So. Wollt wegrennen, ich habe ihn einfach einen Torstoß versetzt. Wie ist die Gustavus, Daniel? Ich finde das gut. Der erste Lego Star Wars schon gut. Ich weiß nicht, warum ich mir die ganzen anderen Spiele nicht geholt habe. Die sind ein bisschen anders die anderen Lego Star Wars, ne? Ja, ja. Das war zum Sammeln halt, ne? Ja. Das ist nicht besonders. Das dauert ganz schön, bis das alles das. Ja, das hab ich kein Problem mit. Oh, aber es ist ja nicht schwierig oder so. Ja, schwierig sind die Spiele nie, ne? Also. Ich bin noch nicht bereit. Ah, macht Laune, einfach so zu sammeln. Letztens Episode 3 angefangen. Also hast du für die Macher von dem Spiel sind die ganzen Memes bewusst. Ja, ja. Wir werden das im Signal diskutieren und dann absolut nichts dagegen machen. Ich bin noch nicht bereit. Oh, oh Gott.
Alter, fuck, bin tot. Nein. Ich konnte nichts machen. Die ganzen Fliegen waren hinter mir, ja. Ich habe schon Trank genommen gehabt. Ich bin noch nicht fertig. Ah, diese blöden Fliegen. Ha, ha, ja, genau die meine ich. Die haben mich auch gekillt. Bin mir so stark. Ich muss warten. Ich habe keine Ahnung, warum wir so viel Schaden machen. Du, mehr. Das Gesicht. Boah, sind immer mehr Leute. Wo kommen diese blöden Fliegen denn her? Das sind die Insekten, tun die spawnen, Daniel. Da sind so fliegende Insekten und die kommen und schießen die aus dem Arsch. Boah. Ja, ich auch mit der Insektennummer. Ja. Lass mal gucken. 8 Minuten. Ja. Muss ich daran gewöhnen, dass ich hier nicht meine Heilung spammen kann. Ja. Das hat mich jetzt auch gerade das Leben gekostet. Ich habe schon einen Trend genommen gehabt, dass die Fliegen da auf mich zukamen. Ein Spieler hat ein Ritual an diesem Ort begonnen. Los, den holen wir uns. Alles klar, komm. Nein, lass das los, ey. Der fistet uns. Ich will das jetzt schon, ey. Geh mal da gucken. Der geht da auch noch hin. Auch ja. Und er hat mich sofort von meinem Pferd runtergehauen. Besser. Der ist Level 100. Ne, da gehe ich weg. Tschüss. Nein, geh weg. Er hat dich gesehen, Daniel, lauf weg. Ich bin nur auf der Durchreise, okay? Daniel ist so ein kleiner Fischer. Er gibt es nicht hier. Den schaffe ich mir. Level 100? Oh. Selbst wenn du dasselbe Level wärst, wird er sich trotzdem fisten. Nee. Ja, versuch mal das hier. Oh, ich glaube, hier macht gerade schon jemand was. Ich sammle grüne Zeug ein. Ein böses Ritual. Ich glaube, da war gerade jemand, irgendwie hat das versucht, weil da sind schon grüne Dinger. Da geh mal zum Arzt, ey. Da findest du Blut, ey. Ich will den Scheiß sagen. Müssen wir ja so einen erledigen. Boah. Immer so welche. Papa. Ich tue ich mal von der Gruppe hier trennen. Kehlenschlitzer. Oh, wie gemein. Buffer. Immer die mal alle zusammen. Ja. 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 Oh, Level Up-Team. Du hast sie mit deinem Level abgetötet. So, jetzt komm du her. Boah, Mann. Was? Boah. Der ganze Hype für nichts. So. Die ich nicht aufheben kann, geil. Ich meine Obelusse. Nein. So, nein, ich habe einen neuen Krause gegraben. Buh. Na gut, oh, 5000. Noch 5 Minuten. Naja. Können wir schon mal hingehen. Also will ich mal gucken, wenn wir jetzt zur Stadt hier zurückgehen. Da ist auch ein Spieler drin. Level 100, tschüss. Tschüss. Er wird aber nicht als Feinde markiert, Daniel, also dürfte der uns gar nicht angreifen können. Wenn wir zur Stadt gehen, müssen wir irgendwie diese Dinge irgendwie einlagern oder irgendwie sowas, damit wir ich die nicht keine verlieren. Ahnung, Daniel, wie das funktioniert. Ich habe immer noch die zweite, oder jetzt eine andere Währung.
Das könnte auch eine andere Währung sein. Ich weiß zwar nicht welche, aber ja. Ich glaube nicht, dass wir die einlagern können oder so. Oh, nee. Okay. Guck nur gerade. Wir müssen die ja sammeln, aber dann verlieren wir wieder und dann. Dann sind die alle weg. Ja. Normalerweise müssen wir irgendwie ein paar Stunden irgendwie hier rum hocken, um hier die Sachen zu farmen. Ich hätte gern so kosmetische Sachen für mein Pferd, irgendwie so eine Fahne oder irgendwie so was, ne? Ja. Zügel des blutigen Rosses. Windspiel des dämonischen Kriegs. Also das ist aber eine andere Währung. Bei mir steht nämlich immer noch, wenn ich hier gucke, dass ich da keine Ahnung, nur 1000 hab. Ah, da unten links, ja. Obwohl da beides so komische rote Kristalle sind. Ja, ja, deswegen. Na gut. Gehen wir zum Weltboss. 3 Minuten. Nein. Und da ist kein Teleportding in der Nähe. Nein. Nicht geläuterte Samen gehen verloren. Ja, wie macht man das denn? Müssen wir halt zu so einem Altar gehen? Da steht auch irgendwie was hier. Nicht geläuterte Samen. Altar der Läuterung. Ja, aber da können wir ja nicht benutzen. Weil wir keine Feinde sind. Dafür müssten wir erstmal als Feinde markiert sein. Boah. Wie macht man das? Indem man zu so einem Schrein da geht, ne? Nehme ich an. Ja. Ja gut, dann muss ich nicht. Was ist das hier? Kann ich dafür irgendwann dann ausgeben? Irgendetwas hier. Ja. Ich mal informieren. Hier steht auch schon wieder nicht. Ah, dann gehen die ja wieder alle verloren. Nein. Ich gucke da gleich mal nach. Na gut, 5000 Ding wieder runter. Okay, 2 Minuten. Ja, viel Zeit dann und du bist hier am Rumtrödeln. Ja. Ja, ich gucke da gleich mal nach. Okay. Wann haben wir ihn? Wir haben ja schon welche, also müssen wir halt irgendwie mal irgendwann mal gemacht haben. Irgendwie müssen wir ja schon mal geläutert haben, auf irgendeine Weise. Ja, oder sind vielleicht mitleidsam, was weiß ich. So, ich bin da. Okay. Wo bist du denn schon da? Ja, schnell, ne? Vorher sind zu viele Leute wieder alle. Kannst du da gar nicht hin teleportieren? Boah. Eingeritten. Komm, noch 1 Minute, genau. Ich hab das nicht. Ich finde hier schon wieder nicht raus, ey. Dann teleportiere ich zu mir. Der geht gerade nicht. Oh, ich finde hier schon wieder nicht raus, ey. Nein, nach oben. Ich hab da eine Markierung gesetzt. Warum wird mir da nicht der Weg da angezeigt? Ja, deine Markierung, Daniel, da sehe ich aber keinen Weg. Ich sehe nur den Pfeil da hinten. Da weiß ich nicht, wo ich hinrennen kann. Ja, egal. Oben rechts. Ja, ich finde hier nicht raus aus der Stadt, ey. Meinst du, find's nicht raus? Das ist ein Dungeon. Oh, ich bin weg. Ich hoffe, jetzt noch rein kannst, wenn der schon angefangen ist. Komm. Mann, du bist tot, der beliebte Tod. Manchmal, der kämpft, der sieht irgendwie anders aus. Boah.
mehr. Ja. Das kommt genau richtig zum Looten. So. Hilfe war weg. Geschwärzter für Moa. Gurgelnder Kopf. Was ist ein Geschwärzter für Moa? Haben wir auch schon gehabt, ne? Geschwärzter für Moa? Oder sind nicht? So. Oh, eine sehr gute, starke Axt habe ich bekommen. Und bessere Stiefel. Und haben wir hier drinne? Begrabene Hallen, Handschuhe. Okay, ich habe nur bessere Sachen bekommen gerade. Okay. Schnelle königliche Klinge. Scirocco holen, die haben wir schon genau. Ja. Plus 25 auf alle Werte. Okay. Ja, die ist natürlich 1000-mal besser als meine andere Axt. Ich glaube, ich muss meine einzigartige Axt hier auspacken. Und das Ding ist 800 Dinger stärker. Ringe bekommen. Für gewisse Arten Schaden. Dieser Effekt wechselt zwischen zwei Kategorien: Feuer, Blitz und physisch, Kälte, Gift und Schatten. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Da muss ich meine einzigartige Axt hier, den ich meine Gegner Angst und Schrecken vor Sache rausnehme. Ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwie einzigartige Sachen tragen werde, die mir irgendwann ein einziger zählt. So, hat der stärker plus 18 auf alle Werte. Uff. Ja, damit. Und hat der das hier für eins? Plus 8, 39 Stärke. Boah. Bei Ringe, die besser als meine jetzigen Ringe sind, ey. So, die Effekte sind zwar noch nicht alle perfekt, aber das sind alles so nicht so dramatische Sachen. Da muss ich mich von meiner einzigartigen Axt trennen. So. Das kenn ich, Daniel. Ah, guck mal, ich habe jetzt so Lichter um mich herum. Ich verstehe den Effekt aber irgendwie nicht von dem einen Ding. Okay. Erhalte 7 Sekunden lang um 24% erhöhten Schaden für gewisse Arten Schaden. Dieser Effekt wechselt zwischen zwei Kategorien: Feuer, Blitz und physisch, und dann Kälte, Gift und Schatten. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Also, wenn ich mit diesen Effekten irgendwie, mit diesen Elementen irgendwie Schaden anrichte, wechselt das oder irgendwie sowas. Ich verstehe den Effekt. Bei den Effekten nicht, glaube ich. Sag noch mal. Ich habe gerade nicht zugehört. Erhalte 7 Sekunden lang um 24% erhöhten Schaden für gewisse Arten Schaden. Dieser Effekt wechselt zwischen zwei Kategorien: Feuer, Blitz und physisch, Kälte, Gift und Schatten. Den kenne ich. Den habe ich auch schon gehabt. Oh, ich nehme an, ich habe jetzt um mich herum so drei Dinger am Fliegen und die wechseln immer irgendwie die Farbe, nehme ich an. Ich nehme an, während bestimmte Dinger um mich herum fliegen, wird sich für was auch immer die Farbe steht, irgendwie der Schaden dafür oder irgendwie sowas. Ich weiß das nicht. Das bringt mir nicht viel. Ich mache eigentlich nur physischen Schaden, so Feuer, Blitz und all sowas, da habe ich ja gar nicht. Oh, ich hab wieder Gaben für mein Bäumchen, sehe ich gerade. Dann gehen wir mal dahin. So, also für mich hat das sich gelohnt. Ich habe drei neue Klamotten bekommen, die ein bisschen stärker sind. Cool. Waffe, die jetzt 800 mehr Schaden macht. Muss ich mal gucken. Kann ich meine einzigartige Axt auseinandernehmen für einen neuen Skin wenigstens? Das sieht abgenutzt aus. Ich glaube nicht, ne? Ich krieg noch nicht mal neue Ringe, die vermacht sind. Ich krieg noch nicht mal einen neuen
Skin. Dann lagere ich die mal als Souvenir ein. So. Der für eine Fähigkeit. So. Wenn wir die Fertigkeiten ein bisschen sehen, dass der Witz ist. Ich muss warten. Und dann ist sowas wie Fertigkeiten und der Ursache. Wie sieht mein Skin aus? Nein, den haben wir nicht. Ja, ich muss auch noch hier gerade zum Baum. Ich bin noch nicht bereit. Es ist getan. Oh, hast du schon, wir haben wir schon wieder voll. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Was nehme ich denn? Panzerhandschuh, Kopfschutz. Kopfschutz. Wenn wir gerade Anschuhe bekommen. Eines Königs für dich. Boah, so viel Zeug. Dann sind auch noch gelbe Sachen, Kollege. Gib mir mehr von dem orangen Zeug. Bist du Mr. Krabs oder was? Nein. Ich will was von dem grünen Zeug haben. Nein, nicht, nein, das, nicht das grüne Zeug. So. Der Baum hat mir nur Müll gegeben. Zeug, ne? Es waren gute Tage, aber auch schlechte Tage. Ich google mal, wie das hier mit den Dings ist. Diablo 4. Nein, nicht 5. 4. Wie heißt das? PvP läutern. PvP in Diablo 4 Bereiche, Währung und Belohnungen. So. Felder des Hasses erklärt. Dein Ziel in der Felder des Hasses ist, Samen des Hasses zu sammeln und diese im roten Staub zu zermahlen. Samen des Hasses bekommst du durch Töten von anderen Spielern, Monstern, PvP-Events. Sind zunächst ungereicht. Bist du in einem PvP-Match von einem anderen Spieler getötet, lässt du deine gesammelten Samen des Hasses fallen. Samen des Hasses können in die Währung roter Staub umgewandelt werden. Geht nicht verloren, wenn du besiegt wirst. Deine gesammelten Samen des Hasses bringen dir noch nichts. Du verlierst sie, wenn du im PvP stirbst und sie kann nicht den direkt zur Belohnung umtauschen. Du musst sie zunächst in die Währung roter Staub umwandeln. Roter Staub. Samen des roten Staubs umzuwandeln, musst du zu einem Altar der Extrahierung bringen. Roter Staub geht nicht verloren, wenn du besiegt wirst. Sobald du einen Extrahierungsprozess startest, bei dem Samen des Hasses zum roten Staub zerwandeln wird, wirst du als feindlich gefleckt und kannst angegriffen werden. Ganz ohne PvP-Aktivität kannst du den roten Staub also nicht bekommen. Zwar ist es möglich, Samen des Hasses ausschließlich das Töten von Monstern aus Truhen zu sammeln. Beim Umwandeln an ein Altar als Extrahierung musst du aber unter Umständen gegen andere Spieler kämpfen. Okay. Ich nehme an, man muss dann die ganze Zeit überleben. Na gut. Wird vertan. So, Albtraum Dungeon. Irgendwo, irgendwann. Boah. Machen wir das. Wollt ihr irgendwas? Warte mal, oder habe ich irgendwas? Irgendwas mit kleinerem Level. Das kleinste, was ich habe, ist endlose Tore, Stufe 23. Vorhin hatten wir Level 21. Machen wir das. Weil deine sind ja nur alle Level 25, ne? Naja. Dann machen wir das mal. Endlose Tore, Stufe 23. Schattenschaden, Rächer. Ich weiß nicht, was Rächer ist. So, warte mal, bevor wir hier hingehen. Ich wollte mal bei Tränke gucken.
Mal gucken, welche Tränke wir hier herstellen können, damit ich halt nicht irgendwie, wenn ich weiß, welche Tränke ich die ganze Zeit benutzen kann, die ich mir immer wieder herstellen kann. Und ich habe jetzt einfach irgendwie zufällig welche immer genommen die ganze Zeit. Oh, zu gucken, ob ich die jemals wieder zurückbekommen kann. Der Kessel ist heiß. Was braucht ihr? Okay. Ja. Starkes Elixier der Akrobatik. Elixier der Grausamkeit kann ich da zum Beispiel herstellen. Derartige Dinge. Bist schon drin im Dungeon? Nee, ich bin noch in der Stadt. Oh, das ist ein hungriger Esser, Daniel. Der ist genauso einer wie du, Daniel, noch so ein Idiot. Standhaftigkeit, ja. Schmetterz, Präzision. Genau, ich wollte vorher noch zu dem Baum da. Warum habe ich denn hier nur Tränke, die man gar nicht mehr herstellen kann? Schlachtens, Eisenstachels, Akrobatik, Präzision, Schmetterns, Angriffs. Your hands in the air, everybody just don't care. Oh, Räucherwerk. Oh. Schwaches Elixier der Akrobatik. Da kann ich mir erstellen, ne? Ich will eigentlich nur Platz hier in meinem Inventar machen. Ja, ich glaube, ich. Ich kann mir schon Elixier der Akrobatik. Okay, dann setze ich das gleich rein. Gut. Dann. Die Zuflucht der Abtrünnigen haben wir auch schon, ne? Ich glaube ja. Ja. So, ja. So, wo ist die Dungeon? So. Ja, schon wieder ein Legionsereignis. Nur ein. Oh, ich habe einen Kopf, der besser als mein jetziger einzigartiger ist. Nice. Glaube ich. Also dein einzigartiger ist gut. So, wo ist das hier, ne? Endlose Tore war das? Ja, ne? Ja. Das Töten eines Monsters entzündet Monster in der Nähe nach einer kurzen Verzögerung, wodurch sie mehr Schaden verursachen. Kälteschaden, Trankbrecher. Wir verursachen mehr Schattenschaden. Boah, let's go. Ich soll vielleicht mal meine Klamotten reparieren. Ich habe mich schon mal einmal respawned heute. Und vergessen. Na, da wir sehen echt gefährlich aus. Ja. Im Ladebildschirm meinst du? So, ach, wo ist das jetzt mal hier? Endlose Tore, wir kommen. Ich verstehe kein Wort, was du sagst. Was war denn jetzt gerade? Ich habe kein Wort von dem verstanden. Ich habe nur gehört. Ich habe gesagt, endlose Tore, wir kommen. Na, siehst du die Lichter um mich? Ja, ich bin schon drin. Also. Oh, meine Gegner, meine Skelette. Ah, nein! Boah. Meine Skelette haben schon angegriffen. Boah. Wir sind gerade erst gespawnt. Wir sind gerade erst gespawnt, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab noch nicht da rein, ey. Hab ich mal meinen Trank gerade eingesetzt, Mann. Das spendet gerade voll Erfahrungspunkte. Erhöhtes Leben vom Wem? Ja,
Nein, nein. Der Kampf, der ist ein scheiß Rasselschüttler, ey. Der ist entsetzlich. Okay. So. Ich trinke jetzt erstmal ein Elixier. Boom. So. So, jetzt können wir starten. So, oh, weiß, was ich glaube ich vorhin gar nicht gemacht habe. Ich habe glaube ich gar nicht hier. Wir am Ende ja, wenn du ja Ding hier hochleveln kannst, habe ich gar nicht gemacht letztens. Aber ich glaube, die werden dann angespart, ne? Dann glaube ich weniger. Ganz vergessen, ja zu verteilen gerade. So. Hey, yo. Ich habe ein Elixier der Akrobatik getrunken. Da können wir jetzt nicht. Aber das Maffer. Ich glaube, einer mit so einem Anker, der uns ranziehen kann. Was machen wir? Machst du jetzt verschiedenen Elemente Schaden? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich verstehe die Fähigkeit nicht so. Okay. Warte mal, ich kann ja bei Dings mal nachgucken, bei Profil, da kann man ja Feuer, Blitz und physisch. Feuer, Blitz und physischer Schaden sind erhöht, okay. Aber wechselt die ganze Zeit immer so. Hier diese drei Lichter, die ich um mich habe. Farben ändern sich die ganze Zeit. Also ich nehme an, so die Hälfte, ich profitiere ja eigentlich nur von dem physischen Schaden. Das bedeutet, die Hälfte der Zeit, wenn die Lichter aktiv sind, mache ich irgendwie mehr Schaden, nehme ich an. Yay. So. So, ich habe vergessen, den Skin von meinen Hammer zu ändern. Nein. Immer ist irgendwas. So, Teleporter. Noch in die andere Richtung gehen können oder so? Ich glaube ja. Hier ist ein Boss. Oh Gott, ist da wieder. Ich muss warten. Dieser Schwingertyp hier. Autsch, 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 autsch. Oh, 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 oh. Mir sind voll mein Gesicht explodiert, die Typen. Schnell, alle. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Ich darf wieder seine Welle machen, ey. Ja, und die weißen Kreise des Todes. Ja, schon der nächste. Oh, zwei. Puh. Okay, jetzt sind noch nicht die Typen. Ich muss warten. Autsch, ich glaube, ich bin tot. Oh Gott, ich glaube, ich bin tot. Ja. Ich war betäubt. Ich habe gesehen, wie der seine Welle vorbereitet hatte. Nein, renn. Kannst du euch den Teleporter durchgehen? Und so flüchten. Weg jetzt, der blöde Teleporter. Ja, ja. Da kannst du ihn nicht benutzen. Oh, da wird irgendwas gedroppt, das habe ich gehört. Okay. Belebe mich wieder, wenn du was schaffst. Sofort hinter mir her, ey. Autsch, ich kann mich nicht bewegen. Wir haben eine heilen Altrom-Siegel. Oh. Ich hasse diesen Flutwellen so viel. Ich hasse ihn. Boah, jetzt bin ich wieder hier gespawnt. Warte auch, bei mir sind drei Bosse. Ja. Da sind drei Schädel. Boah, der hat. Ich war doch nicht mal nah an dem dran. Der hat mich mit einem Angriff hat er mich gekillt.
Ich muss warten. Oh Gott. Ja, du triggerst die, wenn du da reinkommst dann. Also wenn du versuchst mich zu leben. Der eine steht da direkt neben mir praktisch. Hm. Dann schaut sich dann einfach zurück. Wo bist denn du da? Da kommt er, pass auf. Einmal zurück, einmal zurück, einmal zurück. So. So, du. Den schnapp ich mir. Nein, Gott. Au. Ich komme nirgends wie zum Angreifen. Au, au. Warum? Warum sind diese Typen so stark? Ich verstehe das nicht. Danke. Soll ich sein, Mann? Ich bin auf ein Stück. Komm in ein. Ich muss warten. Und etwas. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Noch einer ist tot. Ah. Oh, fuck. Warum sind diese Typen so stark? What is wrong with you, man? Come on. Paranormal? Das war ganz schön paranormal. Okay. Oh, da ist schon der nächste. Ja, der hat ein Schild. Ich die Gruppe erledigen. So, da ist auch noch einer. Cool. Okay. Oh, der hat sich teleportiert. Autsch, sofort in die Flutwelle da rein. Ich bin einen Angriff ausgewichen, direkt in den nächsten Schalt rein. Auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn. So, hey. Er hat mich wegteleportiert. Ah, da kommt der nächste. Ich knall dich gegen die Wand. Ich mach einen Kabeldon mit der. Ups, pardon. Okay. Ich bin noch nicht. Dann werden wir noch mal schnuppern, ja. Ich habe 3 Lichter um mich herum. Oh. Mein erster Reflex ist erstmal auf den einzuschlagen. Ja, ich weiß das. Wie im wahren Leben. Hilfe! Dusch. Ein bisschen zu weit gecharged. Ah! Ja, da sind wir ja weißerlich. Oh Gott, eigentlich schon wieder diese Scheiße. Ich muss warten. Oh. Ich war betäubt. Da war der. Ah, weißerlich da. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Buffer, warum? Weiße Lichter. Ich muss warten. Vorsicht, Vorsicht. Oh, ich hab doch einen Schrank genommen. Dann mach ich doch einfach aus. Musst du keinen Tag nehmen. Der nächste Boss. Haben wir noch Kleinzeug hier irgendwo? Kleingeld. Das mal alles andere hier kaputt hauen. Wenn's geht.
Ereignis beigetreten. Ja, wir machen schon. Gott. Was ist ein Ereignis da hier? Ja. Das ist genau nee. Das ist eine eigene Band, ey. 3 Stück von denen. Und Selbstmörder sind ja auch da, ne? Pass auf. Ja, ja. Lassen die Rassler hier kaputt. Ich bin noch nicht. Oh Gott. Ich sehe überhaupt nicht, was die abzählen. Ja, ich merke gerade, wie viele Leute hier sind. Hervorragende Beobachtung, ich habe Daniel. Ja, ich war die ganze Zeit auf der rechten Seite hier. Hört auf hier wieder zum Leben, Kollegen. Ich bin noch nicht bereit. Da. Das können wir uns um euch. Ein Sex. Ah. Das ist nicht viel. Vermachte Stiefel. Na geil, nur Schrott, yay. Das war heftig. Ja. Wobei, was heißt heftig? Ich war nicht wirklich am Sterben, aber das waren ganz schön viele. Ja. Ich habe die ganze Zeit in so eine Ecke gegen so einen gekämpft, dann bin ich nach links gekommen, aber da ist alles voll. Ich hab die alle die ganze Zeit zusammengezogen, ey. So. Oh Gott. So, Leute, was ist getriggert? Ich muss mal, ist eine hier kaputt. Also, das ist ja gar kein Champion. Leute, macht Giftschaden. Aua, aua. Blöder Giftschaden. Oh, blutgetränkter Fels, yay. Nein, ich treffe den nicht. In der Wand. Waffe, ich glaube nicht. Noch einer, ich glaube nicht. Ich habe die zusammengezogen, der eine hat mich zu sich gezogen. Zur Exception. Da schießt wieder einer mit Feuer, pass auf. Ich kümmere mich erstmal um den Explosiven. Die verkohlene infernale Schwester. Was für ein Titel. Oh Gott, oh, ich habe keine Tränke mehr, sehe ich gerade. Ich komme mal ein bisschen zurück. Oh, da sind Tränke. Da sind 3-4 Tränke, ey. Halleluja. Ja, ich gehe trotzdem ein bisschen zurück. Ja, das meine ich. Eine Feuerfuhr. Wow, oh. Wie viele sind das denn? Ich glaube, da sind mehrere. Ja, ja. Feuer schießen. Oh, eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Oh. Da. Dauer. Ja, ey, wo ich hingehe, werde ich getroffen. Ich habe ja, oh, oh. Ah. Bin doch voll reingeschatscht, direkt tot, ey. Keine Sorge, die stopf ich mir. Ah, dusch. Direkt. Ah. War wie ein Cartoon gerade. So, ich glaube ein oder zwei Bosse jetzt mal nur noch. Das hat Ding gefüllt jetzt. Oh Gott! Oh. Nein, ist schon wieder so ein Feuertyp. Ja.
explodiert. Ist jetzt dann ja nirgendwo sicher. Ich schreibe mich gegen die Wand. So. Aua. Was soll der übrig? Gut. Nee, da sind auch noch welche. Ich muss machen. Alter, ich hatte die Kreis am Boden. Nein. Ah, wir haben Amius. Ah, sehr gut. Ich glaube, hier ist es der andere Eingang zum anderen Teleport. War doch recht chillig bisher, ne? Ja, irgendwie schon. So. Ey, yo, was geht? Oh Mann. Eisexplosion, boah, geht bloß weg, ey. Das ist mir schon wieder Eis, Leute. Oh Gott, oh Gott. War betäubt, ich dachte, ich werde gleich sterben. Dann sind auch überall Kreise aufgetaucht. Ich bin noch nicht. Ja. Na. Fast der fertig. Au, au, au. Ich muss warten. Halt, pass auf! So. Nimm das, du verkohlte infernale Schwester. Ja, so heißt die. Ja, ich weiß. Du musst ja mal deine Mutter begrüßen. Ja. Ja, die trägt ja die nächsten Tage nur noch aus dem Hundenapf. So. So, Tagebuchseite. Wir wurden zur Strafe hierher geschickt. Unsere Optionen waren, im Gang zu bleiben, das Tagebuch, und zu verhungern, oder durch eines der Portale zu schreiten und uns dem zu stellen, was auf der anderen Seite lauert. Dazzle ging hindurch. Das war Tagebuch. Drei Tagen hier ankam. Hallo. Ich nehme an, ja. Sie werden mich nicht lange satt haben. Ich will nicht durch ein Portal kommen. Ich weiß nicht, was auf der anderen Seite wartet. Zumindest gibt es hier keine Spaß daran. Er hat mich angezogen. Aber stehe ich doch gar nicht auf den. Da sind zwei Buffer, ey. Ja. Jetzt nur noch einer. Oh nein. Ja, gut. Bloß ist der größer geworden, während der eingefroren war, ey. Was? Nicht, das eingelaufen. Dann wird der größer? Ja, Gegenteil. Ist, ich glaube, du verstehst den Begriff eingelaufen nicht da. Ja, Gegenteil von eingelaufen, ne? Au! Was zum? Au, 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 au! Kann mich nicht bewegen. Weg, 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 weg! Oh. Ist ein bisschen schnell explodiert, der Typ. Ich fand, wurdest du denn getötet? So ein Explosionstypen, so ein Selbstmörder. Macht Sinn. Wo war ich, ein Rasselschüttler? Oh, der tut den wiederbeleben, der Pisser. Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe. Also, dann belebe ich mich gleich wieder. Was, du schaffst es? Da kommt er. Da ist der. Oh, aus dem Weg. Ja, da kommt der Schildtyp. Ich glaube, der wird geht schon ganz gerade. Ah, hier ist ein blöder Rasseltyp, ey. Der tut die ganze Zeit wiederbeleben hier. Ja, ja, genau, wo ist der? Bin noch nicht bereit. Wo ist er? Schon tot? Der ist tot. Ich habe keine Rasse mehr. Die haben wir auch schon, die Ruinen. Boah. Oha. Okay.
Oh, ein Kriegsstab, geil. Okay. Oh, geht weg von mir. Ja, ich zieh dir mit mir mit. Da habe ich nicht so eine gute Idee. So, gibt es auch schon wieder zwei Wege, sehe ich gerade auf der Karte. So. Was ist denn das Dungeon hier? Ich glaube, ich habe die gerade gegen so ein explosives Schatz gestoßen. Gott, der Sense ist so groß, ne? Der Sense? Die ist so groß. Ja, ich höre das gerne, wenn ein anderer Mann mir das sagt. Die Reichweite von dem Zelt, irre. Ja. Ist die Adaption durch. Oh Gott, sind ja viele. Ja, wie viele sind das hier? Aus dem Weg. Der kommt ja nicht durch. Oh, sehr gut. Oh Gott. Ein heiliger Streitkolben. Nee, warte, heilig ist nicht gut. Aber möchten sie es gut. Ah, Konklave, die haben auch schon weg. Ja. Dieser Gong gerade. So, eine Sekunde, Paragon Punkt Stärke. So. Ja, Sense. Das ist voll riesig, ey. Ja. Die Reichweite von dem Teil. Das ist ja massiv, das Teil. Das Teil meiner Männlichkeit bewusst da. Ah, hat schon. Daniel, nein. Warum? Ja, keine Ahnung, du wurdest von einer Abscheulichkeit getötet. Boah. Oh, wie peinlich. Von dem Irrer der Abscheulichen. Guck mal, ja, ganz solange ehrlich, ich springe, bin ich unverwundbar. Der Spaß. Boah. Nope. Wäre es am besten, wenn du jetzt da runtergefallen wärst. Okay. Ja, besser. Ich habe genug von euch. Ich höre die ganze Zeit irgendwie so einen Gong. Irgendein Angriff, so Bong, Gong. Langsam Freude für die Sense. Zwei Buffer sehe ich da. Tod. Nein. Bonk. Irgendwas treffe ich schon mit meinem Todstoß in dieser riesigen Masse von Gegnern. Ich bin noch nicht bereit. So, ich mache einfach den hier vor. Dann gehen wir auf den hier los. Nein. Schein der Druckwelle. Her damit. Bonk. So, warte, wo sind Gegner? Kommt her. Oh, hier ist ein Elite-Gegner. Komm her. Mein Platz. Ich bin noch nicht bereit. Gott. Ja, ich hab den mit dem Beam kaputt gehauen. Sehr gut. So, jetzt haben wir den Magier-Schlüssel. Und unten war irgendwie noch ein Gebiet. Na, oh, war ich das etwa? LFG Duriel. Warum sehe ich das nicht? Ich war, was ist mit meinem Chat passiert? Spiel hat sich schon nicht ausgemacht. Spiel hat sich wahrscheinlich schon gedacht, so, oh, den interessiert er sowieso nicht. Also störe ich das mal für den ab. Keine Ahnung, wo das ist.